Hallo, schön, dass du da bist. Ich möchte dir heute meine Bücher zeigen, alle, die ich zu Hause habe, was das Thema Malen, Zeichnen, Tiere oder auch Vögel im Speziellen betrifft. Ein Buch, was mir sehr geholfen hat, überhaupt wieder ins Zeichnen einzusteigen, ist dieses hier, Witzige Tiere zeichnen. Und das mag ich deshalb so gerne, weil es so einfach ist und man einfach keinen Druck hat. Es gibt hier auch ein Feld, wo man direkt reinmalen kann. Ich habe mir aber immer ein Blatt genommen. Es ist so easy, sich 5 Minuten am Tag Zeit zu nehmen und ein Tier zu malen. Und meist bin ich dann so motiviert, dass ich wirklich die komplette Seite male. Und man sieht, dass durch die starken Schwarz-Weiß-Kontraste hier das Bild einfach immer schön aussieht. Und es ist wirklich so einfach gemacht mit verschiedenen Mustern, aus Punkten oder Linien und es sieht halt sofort richtig gut aus. Das heißt, du hast einen leichten Einstieg, aber hast auch direkt ein richtig gutes Ergebnis. Und diese Kombination, die finde ich wirklich toll. In dem Buch werden jetzt nicht super viele Techniken erklärt. Es sind ab und an mal ein paar Randbemerkungen, aber im Prinzip malt man halt ab. Erst wenn du dann dein eigenes Tier malst, wirst du ein bisschen kreativ. Und ich finde es auch okay, manchmal einfach nur abzuzeichnen. Also gerade wenn ich nicht so viel Lust aufs Malen habe, dann hilft mir das einfach, wirklich dann nicht nachdenken zu müssen. Was ich auch total toll finde an dem Buch ist, dass man so locker daran geht. Also allein dadurch, dass die Tiere einen so lustig anschauen, hat man irgendwie schon total Lust, die zu zeichnen. Seit einem Jahr habe ich das Buch jetzt und seither benutze ich es auch regelmäßig. Also es hat sich definitiv gelohnt. John Pike ist ein sehr berühmter Aquarellmaler. Er gehörte damals auf jeden Fall mit zu der High Class und seine Bilder sind wirklich Wahnsinn. Das ist jetzt ein ganz starkes Kontrastprogramm zu dem, was wir vorher gesehen haben. Hierfür brauchst du natürlich schon wahnsinnig viel Übung, um auf so ein Level zu kommen. Also er hat selber gesagt, dass man eigentlich nicht, bevor man 40 ist, damit rechnen kann, so zu malen. Und dann hat man sich halt auch schon wirklich sein komplettes Leben damit beschäftigt. Trotzdem finde ich, ist es für mich ein Ansporn und ich schaue mir die Bilder einfach total gerne an. Ich finde, die sind so wunderschön und haben irgendwie so eine krasse Tiefe und einfach eine Geschichte. Wenn man jetzt hier bei dem Fuchs schaut, auch die Farbgebung, die ist wirklich toll. Als erstes hatte ich mich an das Schwarz-Weiß-Bild getraut, weil es nochmal einfacher ist, ohne Farben zu zeichnen. Und das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber ich finde, es ist mir gut gelungen. Also ich schaue mir das gerne an. Vor allem durch diese Spiegelung. Also das finde ich total genial. Das habe ich halt vorher noch nie so benutzt in meiner Kunst. Und das hat super viel Spaß gemacht, das auszuprobieren. Auch dieses Bild von einem Boot habe ich nachgemalt. Und auch hier finde ich einfach die Farben so, so, so schön. Dieses helle Blau im Kontrast zu diesem dunklen lila Magenta-Ton. Und es ist für mich auch wieder voll okay, dass ich natürlich nicht an dieses Niveau rankomme, aber trotzdem hilft es mir einfach total beim Lernen und ja, einfach auch mal so ein stimmungsvolles Bild zu malen. Das zum Beispiel finde ich auch richtig, richtig toll. Also ich kann das irgendwie kaum glauben, dass es halt gemalt ist, vor allem mit Aquarellfarben. Dieses Bild gefällt mir auch sehr gut, weil da nochmal deutlich wird, dass Malen eine Illusion ist. Also was wir sehen, ist natürlich nicht wirklich da, aber unser Kopf denkt das und das finde ich ist auch eine ganz, ganz spannende Sache an der Kunst generell. Schritt für Schritt hat John Pike hier erklärt, wie er das Bild gemalt hat. Und wenn man jetzt genau hinschaut, dann sieht man, dass die Schafe überhaupt nicht ausformuliert sind. Also das ist einfach nur eigentlich ein großer weißer Fleck, in den ja sozusagen Schatten bearbeitet wurden. Aber unser Kopf kennt einfach diese Ansammlung von weißen, plüschigen Kugeln und denkt, dass es Schafe sind. Also ich finde das so spannend irgendwie, wie das funktioniert. The Lost Guide to Drawing Birds. Dieses Buch dreht sich wirklich nur ums Vögel zeichnen und aquarellieren.
Und das ist ein großer Schatz für mich. Erstmal ist dieses Buch so reich gefüllt mit wahnsinnig vielen Inhalten. Und außerdem ist es auch sehr gut erklärt. Also Schritt für Schritt lernst du hier, wie du zu deinem Bild kommst. Außerdem werden hier die ganz typischen Fehler auch nochmal aufgezeigt. Zum Beispiel, dass man einen Vogel einfach auf dem Wasser malt. Aber dabei sitzt er ja schon etwas im Wasser. Dann lernst du auch alles über die Anatomie und einfach wie Vögel beschaffen sind, woraus die Federn bestehen. Also die bestehen zum Beispiel aus verschiedenen Teilen. Und wenn man das alles weiß, dann kann man natürlich ganz, ganz anders einen Vogel malen. Auch diese Abbildung finde ich total interessant, dass das Gesicht des Vogels sich total ändert, also je nach Perspektive. Und trotzdem wird es zum Schluss halt einfach nochmal ganz einfach erklärt. Und diesen Kontrast finde ich sehr gut gemacht. Dann habe ich noch ein Buch, das sich generell um Aquarellmalerei dreht. Ich bin tatsächlich mit den anderen Büchern noch gar nicht durch und deswegen hatte ich noch keine Zeit, mich mit dem wirklich intensiv zu befassen. Was ich hier aber schon gelernt habe, ist alles über den Farbkreis und ich nutze auch dieses Buch sehr gern für Inspiration. Dieses Buch dreht sich um Nature, Drawing and Journaling. Das ist auch von John Muir Loss. Also genau wie das, was sich nur ums Vögelzeichnen gedreht hat. Weil ich das so gut fand, habe ich mir auch noch diesen Teil geholt. Und da wird nicht nur speziell auf Vögel eingegangen, sondern generell nochmal einfach dieses Zeichnen der Natur, die um dich herum ist. Gerade auch hier mit den Käfern, die leuchten so sehr. Und ich finde es immer wieder interessant, wie stark Aquarellfarben leuchten können, weil sie ja eigentlich eher transparent sind. Zeichnen für Fortgeschrittene, die neue große Schule. Dieses Buch ist auf jeden Fall für sehr weit Fortgeschrittene. An dieses Level komme ich auch noch nicht ran, aber ab und an zeichne ich gerne mal was daraus. Generell male ich selten Körper und Gesichter, aber in dem Buch wird auch nochmal erklärt, wie die ganz klassischen Kunstwerke entstanden sind, wie der Schrei oder der Kuss, und das sind schon Dinge, die ich dann auch nochmal ausprobieren werde. Die Kunst des Zeichnens Natur. Auch wieder ein Buch, was super viel Inhalt hat. Dieses Buch dreht sich aber nur um das Malen mit Bleistift und das mache ich gar nicht so sehr. Also ich nutze den Bleistift eher als Skizze und dieses Buch hatten wir halt noch zu Hause und ja, deswegen habe ich es mitgenommen. Aber das habe ich bisher tatsächlich nicht so benutzt, weil es einfach nicht dem entspricht, was ich tatsächlich auch lernen möchte. Aber was ich daran super cool wieder finde, ist einfach zu sehen, was möglich ist. Also mit einem Bleistift irgendwie solche Bilder zu zeichnen, das fasziniert mich total. Und das finde ich halt auch das Schöne an Büchern, dass sie einfach einem ein gutes Gefühl geben und es total Spaß macht, da durchzublättern. Tiere zeichnen auf anatomischer Grundlage. Dieses Buch ist sehr wissenschaftlich angelegt, also da sind teilweise wirklich lange Texte, die mir aber nicht so wirklich geholfen haben. Also für mich ist es dann doch interessanter, mir die Bilder anzugucken, in dem Fall. Und ich mag, dass es einfach so ganz andere Ansätze hat, dass man hier zum Beispiel ein Tier einfach mal mit einer Linie zeichnet und allein daran schon erkennt, was es für ein Tier sein könnte. Oder auch, dass man ein Tier in einzelne Teile aufteilt, damit man das leichter zeichnen kann. Und diese Abbildungen, die machen mir einfach nur Spaß. Ich habe mir die so oft schon angeschaut, ich finde die immer noch super. Und hier sieht man auch nochmal, wie viel man einfach nur mit Strichen erreichen kann. Ein Taschenführer über Vögel. Ich male ja hauptsächlich Vögel und ich finde es sehr hilfreich, wenn ich auch die Eigenschaften kenne. Also wenn ich zum Beispiel weiß, wie eine Elster sich verhält, dann kann ich das auch gut in meinen Bildern umsetzen und dann wirkt das Ganze einfach viel lebendiger. 1000 Fragen an die Natur. Dieses Buch dreht sich auch nicht um Malerei, aber es hilft mir dennoch in meiner Kunst. Einfach weil ich auch viel mehr über die Natur lerne, über die Tiere. Und ich mag es auch wieder darin rumzublättern und einfach Geheimnisse zu lüften, von denen ich nicht mal wusste, dass es sie überhaupt gibt. Everything you always wanted to know about birds, but were afraid to ask. Alles über Vögel, wo man sich aber nicht traut, es zu fragen. Auch hier werden einfach Fragen gestellt, zum Beispiel ob ein Vogel eine Zunge hat und ich finde das auch super informativ und mag auch diese kleinen Zeichnungen, die gefallen mir, weil die einfach witzig sind und auch so reduziert.
Bevor du dir ein neues Buch kaufst, kannst du ja schauen, ob du vielleicht doch sogar noch eins zu Hause hast. Aber ansonsten kann ich dir vor allem die ersten drei Bücher auf jeden Fall sehr empfehlen. Dann hoffe ich, dass dir das geholfen hat und viel Spaß beim Finden deiner Inspiration. Bis zum nächsten Mal. Adios.